Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Water-Only-Serie. No Poo, nur mit Wasser waschen, kein Shampoo. Seit 5 Monaten habe ich das schon durchgezogen. Wenn ihr wissen wollt, wie meine ganze Geschichte bis dahin war, also in den letzten 5 Monaten, dann schaut euch unbedingt Teil 1 an. Da habe ich schon darüber geredet, wie es mir in den 5 Monaten so ergangen ist. Heute wollte ich mit euch aber darüber reden, wie denn meine Daily Routine aussieht, beziehungsweise ja, wie das alles so funktioniert und aussieht, wenn man nur noch mit Wasser wäscht. Und wollte euch da so ja, erzählen, wie ich das so mache. Gut, fangen wir gleich mal an. Also, das ist eigentlich, ja, ihr müsst unbedingt Teil 1 anschauen, weil dann versteht ihr das alles besser, was ich sage. Also, ich mache eigentlich wirklich nur Water Only und der Geheimtipp ist kämmen, 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 bürsten, 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 bürsten. Das ist essentiell bei Water Only, muss ich auf jeden Fall sagen. Also, meine Routine sieht so aus, ich versuche nicht so oft zu waschen. Also früher, als ich mit Shampoo gewaschen habe, habe ich jeden zweiten Tag gewaschen, weil es sonst einfach zu fettig geworden ist. Weil, das müsst ihr auch ganz, also ganz kurzer Einblick, das müsst ihr auch bedenken, in Shampoo ist halt sehr viel Zeug drin, also mitunter Salz und so, was die Haare sehr austrocknet. Und dafür brauchen wir natürlich dann einen Conditioner, der das dann wieder ein bisschen öliger macht. Das ist, wie Shampoo und Conditioner funktioniert. Dementsprechend dachte ich mir, ganz ehrlich, Industrie, ich habe keinen Bock, euch zu unterstützen, weil im Prinzip ist es alles nur ein scheiß Marketing-Gag, dass wir zuerst Shampoo benutzen und unsere Haare trocken machen, damit wir dann Conditioner brauchen, um sie wieder ein bisschen feuchter zu machen. Wo macht das Sinn? Das macht keinen Sinn. Also das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich mir dachte, so, okay, ich mache Water Only. Okay, back to topic. Also, ich versuche eben nicht so oft meine Haare zu waschen. Das ist auch ein Vorteil von Water Only, dass sie halt hier oben, oder was heißt ein Vorteil? Also sie sind halt oft hier oben fettig und damit findest du dich halt nach einer Zeit irgendwie ab. Dementsprechend wasche ich einfach nicht so oft, weil hier und, also weil es allgemein einfach besser funktioniert. Aber ich muss schon sagen, also nachdem ich dann den ersten Tag gewaschen habe, sind sie immer relativ fettig und dann kann ich aber, dann erholen sie sich ein bisschen und dann kann ich meistens, ich weiß nicht, ich glaube, ich wasche so alle 4, 5 bis 6 Tage so ungefähr. Gut, wie sieht dann das Waschen aus? Also ich wasche, wie gesagt, total langweilig mit Wasser und nichts anderem. Man kann noch irgendwie so Apfelessig, Rinses machen und so weiter. Das mache ich alles nicht, jetzt könnt ihr euch gerne mal informieren, da gibt es ganz viele Sachen, was helfen soll, den Teig hier oben, also der ganze Teig hier oben, der, den die Haut, die Kopfhaut produziert, ist eigentlich das, mit was wir No-Puren alle das Problem haben, weil es eben hier die Haare einigermaßen oder sehr fettig teilweise macht. Und ich wasche dann die Haare einfach nur mit Wasser. Was da zu beachten ist, also was ich herausgefunden habe für mich, ist, dass so lauwarmes bis warmes Wasser ganz gut ist. Manche schreiben, so heißes Wasser ist nicht gut, weil dann die Kopfhaut erst recht sich sozusagen schützen möchte und mehr Teig sozusagen produziert. Deswegen nicht zu heiß, nicht zu kalt, aber so lauwarm bis warm ist gut, weil dadurch löst sich nämlich der Teig. Weil ihr könnt euch das nämlich vorstellen, das ist wie Wachs. Und wenn ihr Wachs erwärmt, dann kann man das auch viel besser irgendwie lösen, verschmieren, was weiß ich. Und deswegen wasche ich mit warmem Wasser, damit sich der Teig eben so ein bisschen auflöst. Und dann kommt dieses Baby hier zum Vorschein. Das ist mein absoluter Tipp. Leute, wenn ihr Water Only macht oder No Poo, ihr braucht unbedingt so eine Bürste. Wildschweinbürste gibt es auch in vegan. Und dadurch hat sich meine ganze Story verändert. Könnt ihr nochmal in Teil 1 eben anschauen. Auf jeden Fall gehe ich dann, also ich wasche sie mit Wasser und wasche sie von oben. Und dann tue ich sie zuallererst mal hier so massieren. Also ich massiere sie und lasse halt das ganze Wasser drauf, also drauf laufen. Und dann mache ich das gleiche halt, indem ich meine Haare sozusagen nach unten mache und einfach so von hinten massiere. Gott, jetzt sehe ich aus. Ja, das ist das Erste, was ich mache. Die Kopfhaut massieren ist sehr, sehr, sehr gut für die Haare. Ist
sehr gut für die Kopfhaut und das mache ich einfach, um irgendwie den ganzen Teig zu lockern. Ihr werdet merken, wenn ihr das auch macht, wenn ihr trockene Haare habt, dann sind eure Finger danach so ein bisschen wachsig, wenn ihr das macht. Gut, und dann kommt diese Wunderbürste zum Einsatz und währenddessen oder beziehungsweise zwischendrin gehe ich dann vom Wasser raus, weil mit Wasser so waschen, so kämmen ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich versuche das und dann gehe ich zwischendrin mal vom Wasser raus. Dann kämme ich sie alle sozusagen durch, von oben, unten, Seite. Ich nehme mir dann auch hier hinten teilweise Partien und mache es dann so. Alles unter der Dusche, alles mit nassen Haaren und danach, nachdem ich geduscht habe, gehe ich auch nochmal mit der Bürste hin, wenn sie noch nass sind und kämme wirklich, ich versuche wirklich alles durchzukämmen. Vor allem nicht nur hier so, weil da bringt es nichts. Es ist wirklich wichtig, dass sie von oben, von der Kopfhaut anfängt und nach unten ganz in die Spitzen runterkämmt. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, oben ist eben der Teig, der ist sehr ölig und hier unten ist meistens ja eher trocken. Dementsprechend nehmt ihr die Bürste und geht durch und bringt somit den ganzen Teig eher in die Spitzen und deswegen ist das eine super, super, super Idee, so eine Bürste zu kaufen und dann eben mit warmem Wasser versuchen, den Teig in die Spitzen zu kämmen. Genau. Und dann nehme ich natürlich ein Handtuch, mache meine Haare trocken, massiere sie nochmal ein bisschen und dann kommt dieses Baby zum Einsatz. Was ich vergessen habe zu sagen ist, dass es ganz wichtig ist, dass ihr davor, bevor ihr duscht, eure Haare unbedingt durchkämmt. Also wenn ihr mit total verknoteten Haaren zum Duschen geht, dann bringt das gar nichts. Oder halt zum Haarewaschen geht, dann bringt das gar nichts. Weil dann schafft ihr es auf gar keinen Fall mit dieser Bürste irgendwas durchzukämmen, weil dann alles so verknotet ist. Dementsprechend gehe ich sozusagen als allererstes hin, immer zuerst Tangle-Teaser durchbürsten, so die Hauptknoten rausmachen, dann mit dem hier und am Ende mit dem hier. Und bevor ich dann duschen gehe, am besten so ein paar Stunden davor, mache ich noch Kokosöl hier in die Spitzen, also aber nicht da oben, auf gar keinen Fall da oben. Das ist eine Katastrophe, könnt ihr nicht machen. Also ihr müsst nur hier unten Kokosöl reinmachen, dann geht ihr eben duschen, während der Dusche benutzt ihr diese Bürste, danach eben schön alles massieren und abtrocknen und dann gehe ich halt hin und dann benutze ich sozusagen diese zwei Bürsten nochmal, immer im abwechselnd, so wie sich halt bei euch einfach gerade ganz gut anfühlt und schaue halt dann, dass ich sie noch im nassen Zustand sozusagen so gut durchkämme, dass ich sozusagen kein Nester mehr drin habe oder nichts und meistens benutze ich dann das noch. Ganz viele sagen ja, man soll die Haare nicht kämmen, während sie nass sind, aber für mich persönlich, mir persönlich bringt das immer sehr viel, vor allem wenn ich sie eben davor schon gekämmt habe, dann Kokosöl reingemacht habe, sie dann während dem Waschen gekämmt habe und danach dann nochmal kämme, dann sind sie halt wirklich durchgekämmt und dann hast du auch den Teig wirklich verteilt und dann sind deine Haare auch wirklich ja, einfach durchgekämmt, ja. Und dann kannst du sie einfach trocknen lassen. Also ich benutze nie einen Föhn, weil Föhn macht die Haare kaputt oder beziehungsweise ist auf jeden Fall der warme Föhn halt nicht gut, weil dann deine Kopfhaut zu überhitzt und dann extra Teig produziert, um es zu schützen. Genauso wie mit dem heißen Wasser. Genau, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Zuerst kämmen, dann ein wenig oder zuerst Kokosöl rein, ganz oft, wenn es zu schwer ist, zu kämmen. Also ganz oft ist es so, ich wache mir morgen auf und meine Haare sind so verknotet, dass ich teilweise das gar nicht hinkriege. Dann packe ich ein bisschen Kokosöl, aber wirklich nur ganz, 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 ganz wenig, weil ihr denkt so, oh, das ist viel zu wenig. Also ich nehme mir wirklich nur so eine kleine Nuss voll und dann packe ich das rein und gehe hin und das reicht immer vollkommen. Also nicht irgendwie so eine ganze Hand, sondern wirklich so ganz, 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 ganz wenig und es reicht dann immer für alles und dann sind die so weich, dass ich sie auch viel besser durchkämmen kann. Also das ist auch ein sehr guter Tipp, dass ich oft Kokosöl benutze, bevor ich kämme. Also zuerst Kokosöl rein, dann alles durchkämmen im trockenen Zustand, dann unter die Dusche mit lauwarmem Wasser diese Bürste benutzen oder ich habe auch schon öfters gehört, dass ein Waschlappen helfen soll, wenn ihr sowas nicht habt, aber ich muss absolut sagen, das hier ist am besten, wenn ihr Water Only macht. Danach oder währenddessen
viel massieren. Danach Handtuch abtrocknen und wieder massieren. Und danach mit allen drei Bürsten ganz, ganz, ganz durch, ganz, ganz gut durchbürsten. Immer vom Ansatz in die Spitzen, damit der Teig verteilt werden kann. Und dann lasse ich es einfach nur an der Luft trocknen. Das ist meine Routine. Genau, und dann meistens so den ersten Tag, kommt drauf an, wie gut ich es, also wie viel Zeit ich hatte und wie gut ich es halt verteilen konnte. Wenn ich recht gut war in dem Verteilen, dann ist es sogar am ersten Tag schon ganz gut. Wenn ich es nicht so gut verteilen konnte, weil zum Beispiel irgendwie die Wasserqualität nicht gut war oder ich nicht so warmes Wasser hatte oder nicht so viel Zeit hatte zum Kämmen oder so, dann ist es meistens am ersten Tag noch relativ fettig. Relativ ölig und dann saugen sozusagen die Haare dieses Öl auf und am zweiten Tag ist es dann immer meistens am besten. Am zweiten Tag sind die dann immer super, da sind sie dann oben meistens auch gar nicht so fettig und ja, und dann mache ich einfach so lang, bis ich mir denke, oh Gott, ich kann mich nicht mehr selber im Spiegel sehen. Also meistens eben dann 4-5 Tage, kommt drauf an. Also heute bin ich am dritten Tag. Meine Haare, ihr seht hier oben, es ist so leicht strähnig, es ist leicht fettig, aber so ab hier in den Spitzen sind meine Haare ultra weich, ultra schön, total das tolle Haargefühl. Nur oben sind sie eben und vor allem hier hinten ist immer das Problem. Ich mache euch später noch mal ein Video, auf jeden Fall sind sie halt sozusagen nur am Ansatz so ein bisschen ölig, aber ich finde, das geht und man kann es auch ganz gut, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie Zopf macht oder wenn man, keine Ahnung, in den ersten Tagen trage ich sie dann oft offen und sonst mache ich halt einen Zopf. Es ist auf jeden Fall, ja, es funktioniert dann und momentan bin ich eigentlich ziemlich glücklich, alles wegen dieser Bürste. Wie gesagt, unbedingt diese Bürste kaufen, weil ich habe davor, also wenn ihr Detail 1 angeguckt habt, dann wisst ihr ja, dass ich davor nur diese zwei Sachen zur Verfügung hatte. Und das hat nicht so gut funktioniert, deswegen diese Bürste hat mir mein Leben gerettet oder meine Haare gerettet. Dementsprechend, momentan bin ich extrem zufrieden. Ich muss dazu sagen, ich war gestern auch bei der Massage, das heißt, die haben auch ein bisschen Öl in meine Haare gepackt. Deswegen ist es wahrscheinlich noch öliger, als es eigentlich normalerweise wäre. Und ja, aber Leute, wenn ihr denkt, dass Water only oder kein Shampoo benutzen und nur mit Wasser waschen einfacher ist und euch Zeit erspart, dann habt ihr euch geirrt. Also es ist nicht Zeit ersparen. Früher bin ich einfach nur in die Dusche, hab ganz kurz mit Shampoo gewaschen, ganz kurz mit Conditioner gewaschen, schnell durchgekämmt, fertig. War in 10 Minuten gegessen und das hier braucht meistens um einiges länger. Also, wenn ihr das machen wollt, es ist ein saucooles Experiment und ich finde es super cool, weil wir verschmutzen nicht die Umwelt, wir machen unsere Haare nicht kaputt, Kokosöl und genügend geile Bürsten sind auf jeden Fall ein gutes Mittel, um das ganze Experiment durchzuhalten und zu machen. Und ja, jetzt noch, was ihr wissen müsst, ist, damit ihr nicht erschreckt, wenn ihr das Ganze macht, dass dieser Teig da oben ist halt, wie ich euch schon gesagt habe, ein bisschen wachsig. Und dadurch, dass wir den ganzen Tag ja rumlaufen und den ganzen Tag ja einfach mit Staub und allen möglichen Partikelchen aus der Luft in Berührung kommen, ist es halt so, dass diese Bürsten, ich war komplett geschockt, als ich das erste Mal gesehen habe und dachte mir, what's wrong with me? Dass diese Bürsten natürlich den Teig sozusagen so ein bisschen aufnehmen. Und da der Teig halt nun mal dann mit dem Staub in Berührung kommt, ist das Ganze dann grau. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt, aber das Ganze, ihr seht es hier so an den Seiten, das Ganze sieht dann sehr unappetitlich aus. Es ist dann alles so ein bisschen grau zwischendrinnen. Also sowohl hier ist es sehr grau, ich blende euch nochmal ein Foto ein, sowohl wie auch hier ist es sehr grau zwischendrin. Das ist immer am nervigsten, weil da kriegt man diesen Teig einfach zwischendrin kaum raus. Und hier ist natürlich auch Haare drin und auch dieser ganze Teig und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil, das ist auch der Grund, warum ich zwischendrin mir gedacht habe, so...
ich habe keinen Bock mehr auf ja, Water Only oder das Ganze, weil es manchmal ein bisschen unappetitlich ist, aber mich beruhigt dann immer, es ist ja nur mein eigenes Zeug und es ist alles natürlich und dementsprechend, ja, ist es gar nicht so schlimm. Ich nehme dann nach den Bürsten, auch wenn ich halt sozusagen dann die nächsten Tage, also ich mache das dann immer so, an den Tagen, wo ich nicht wasche, morgens aufstehen, meine normale Morgenroutine machen und dann halt bürsten. Und nach dem Bürsten, vor allem nach dem trockenen Bürsten, werdet ihr eben merken, dass es dann überall so grau ist. Und dann gehe ich einfach, nachdem ich gebürstet habe, hin jedes Mal, tue die ganzen Haare raus, pack sie in den Mülleimer und dann gehe ich unter die warme Dusche oder unter ein warmes Waschbecken und dann mache ich einfach nur den hier und unter dem Wasser und dann, deswegen ist der Tangle-Teaser ganz gut, weil der oben nicht so Noppen hat. Also ich würde keine Bürsten oder so empfehlen, die oben dann solche Noppen habt, das kennt ihr bestimmt, weil da kriegt ihr den Teig dann nicht so gut runter. Deswegen sind die da ganz gut, weil die eben nur gerade sind. Und dann gehe ich einfach so durch und dann nach einer Zeit, nach einer Minute oder so, ist das ganze Graue auch weg. Dann habt ihr wieder einen wunderschön glänzenden, sauberen Tangle-Teaser. Das gleiche mache ich mit den beiden. Ganz wichtig unter warmem Wasser, weil unter kaltem passiert einfach nichts wegen dem Teig. Und dann habe ich wundervolle Haare, drei saubere Bürsten und dann kann ich am nächsten Tag wieder wundervoll weiter bürsten. Ja, das ist alles, was ich mit euch eigentlich sharen wollte. Ich habe zwei Videos jetzt gemacht über meine ganze Story hier. Ja, cool, dass ich es mit euch sharen konnte. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, ich bin komplett verrückt. Das mit diesem ganzen grauen Teig da in meiner Bürste, das wusste ich davor auch nicht, das hat mir davor nie jemand gesagt, als ich Water Only angefangen habe. Und mir hat auch nie jemand gesagt, dass das Ganze sehr kompliziert werden könnte und dass das Ganze doch nicht so leicht ist, wie man denkt. Aber deswegen habe ich euch jetzt gesagt, deswegen möchte ich aber trotzdem nicht sagen, so okay, macht es auf gar keinen Fall. Wenn ihr einfach neugierig seid, dann probiert es doch einfach. Ich finde es cool, weil ich einfach, wie gesagt, dadurch meine Haare einfach natürlich belassen kann und vor allem, was ich so wundervoll finde, dass ich sie so natürlich pflegen kann und sie hier unten so weich sind. Und sie sind hier unten so weich, weil ich erstens Kokosöl benutze und zweitens, weil halt dieser Teig, also mein eigener Körper, meine Haare nährt. Und das ist einfach so was Wundervolles, wenn du dir denkst, die Natur macht das schon alles und nicht irgendwelche konventionellen Shampoos oder Conditioner. Also, danke ihr Lieben, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch haben die zwei Videos gefallen. Ich kann gerne in Zukunft irgendwelche Updates machen, wenn meine Haare sich mal wieder verändert haben, wenn ich irgendwelche neue Erkenntnisse gewonnen habe. Das war jetzt viel Information auf einmal, aber ich hoffe, ihr konntet irgendwas daraus ziehen. Und deswegen schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wenn ihr irgendwelche eigenen Erfahrungen damit gemacht habt. Und sonst, wenn ihr noch mehr wissen wollt, was ich so den ganzen Tag mache, schaut auf Instagram vorbei, katilena.de, oder schaut auf meinem Podcast vorbei, Girls Love Real Talk. Da gibt es ganz viele Mädels-Themen und es geht viel um Selbstliebe, um Natürlichkeit, um Weiblichkeit und Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen, Liebe und so weiter. Und ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald, wenn ich mal wieder ein YouTube-Video mache, was ich ja nicht so oft mache. Aber deswegen hoffe ich, dass wir uns auch auf meinen anderen Plattformen sehen. Und sonst schönen Tag. Bis dann.